Wer auch nur einen freien Winkel auf seinem Körper hat, ist bei der Tattoo Convention in Paris genau richtig. Dort wird alles mit Federn, Blumen und Mangas verziert, was nicht ohnehin schon eingefärbt ist. Doch es gibt auch jungfräuliche Haut hier. Ich wollte schon immer ein Tattoo. Heute lässt sich meine Mutter tätowieren. Und dann dachten wir, lassen wir uns doch gemeinsam stechen. Wo die Trends in diesem Jahr liegen, erklärt dieser Künstler aus Lyon. In diesem Jahr ist es wie 2015. Viele Tiere, besonders Waldtiere, Hirsche und Eulen und sowas in der Art. Stechen wir jetzt also dauernd Tiere? Nein, manchmal lehnen wir das auch ab, aber ab und zu machen wir es. Aber viele wollen Tiertattoos im Moment. Neben Tattoo-Ständen gibt es hier auch Konzerte, DJ-Sets und Ausstellungen. Der Veranstalter rechnet mit mehr als 30.000 Besuchern.